Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Football Manager 2021, die World League mit dem MSV Duisburg. Und nachdem wir ja sehr durchwachsen gespielt haben gegen Austin, quasi 1 zu 4 abgeschossen worden sind, gehen wir jetzt erstmal zur Pressekonferenz. Es war natürlich wieder ein Rückschritt, das muss man ganz klar sagen, da die Spiele vorher zumindest teilweise ganz ordentlich waren und wir nach einer ja, Schwächephase, die wir schon so Mitte der ersten Runde hatten, wieder eigentlich ganz gut in der Spur waren, ging es jetzt wieder los mit dem 1 zu 4. Also man darf verlieren, aber nicht so hoch verlieren. Und im Endeffekt sind wir jetzt Zehnter im Moment gerade. Was mir natürlich auffällt, ist die absolut fehlende Konstanz. Wir haben keine Konstanz, wir spielen zwei, drei Spiele stark, wirklich stark. Dann kommt ein schwacher Gegner und dem, wo wir eigentlich schlagen müssten, und haben keine Chance. Wir werden dann wirklich abgeschossen. Es ist jetzt das 1 zu 4. Wir haben gegen Orlando, war es glaube ich, schon mal 5-0 verloren. Wir können uns mal die Spiele anschauen, wer jetzt erst einsteigt. Hier sehen wir es. Also, die Saison beginnt. Und geht's los mit Unentschieden, einem Sieg. Dann fliegen wir zwischenzeitlich in beiden Pokalrunden raus. Zwei knappe Siege, Unentschieden, Niederlage, zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Sieg. Dann drei sieglose Spiele, 0 zu 5 gegen Orlando und ein 3 zu 6 gegen Chapab Al-Ahly. Das waren eigentlich die Tiefpunkte, die wir hatten. Und dann auch wieder Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und jetzt gegen Austin wieder ein 1 zu 4. Also ja, das ist natürlich, das ist nix. Wobei wir vor der Saison ja als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurden. Also insofern ist der 10. Platz schon ein tolles Ergebnis. Trotzdem hätte ich mir persönlich doch einiges mehr erwartet, jetzt nachdem wir teilweise ja wirklich guten Fußball gezeigt haben. Was hier natürlich ein absoluter Killer ist, das sind die vier gelben Karten. Wir haben permanent irgendwelche Sperren. Und ja, man sieht hier auch die Verletzungen. Es sind doch relativ viele Spieler verletzt. Irgendwelche wichtigen Ratschläge. Stoppelkamp, den loben wir jetzt mal. Moral leicht gestiegen, der 34-jährige Team-Captain. Ich hoffe ja, dass er bleibt. Sein Vertrag läuft aus und dann noch diverse andere. Allerdings haben wir auch nicht viel Budget. Eigentlich haben wir überhaupt kein Gehaltsbudget für die kommende Saison. Also wir sind im Moment drüber und müssen eigentlich ein, zwei Spieler abgeben. Scouting-Meeting wieder mal. Die nehme ich jetzt alle nur mal auf die Auswahlliste, schaue ich mir alle später an. Nein. Das war der falsche, ist egal. Auf Auswahlsätze setzen, auf Auswahlliste. Das kann ich eigentlich nicht für alle einstellen. Das wäre natürlich ganz gut. Aber hier vielleicht an der Liste. Ah! Kann ich aber nicht. Ja, ist wurscht. Machen wir jetzt so. So. Unser nächster Gegner ist Ajaccio. Die sind Zweiter. Also eine harte Nummer gleich mal. Können wir kurz schauen, wie es den anderen deutschen Vereinen in der Liga 8 ergeht. Weil ich gar nicht weiß, wie viel da drin sind. Also in der Gruppe B ist keiner. In der Gruppe C haben wir ja in Regensburg, ja auch wie wir in etwa im Mittelfeld, 8. Platz. Gruppe D haben wir keinen drin. Gruppe E, Erzgebirge Aue, Rang 5, also die kämpfen noch mit. Gruppe F, Paderborn, Aufstiegsplatz im Moment. Ja, keiner drin. Heidenheim, Rang 3. Die 60er nur Rang 12. Ja, okay. Das schaut doch alles nicht schlecht aus. Ist übrigens meine Lieblingstasse. Ohne dich ist alles doof.
Haben mein Sohn dem Mann mal geschenkt. Wetter. Hexe. Halt. Wird das Training loben, das wollte ich machen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, mit dem 21er, wie ich das jetzt machen möchte in Zukunft. Vor allem da jetzt ja, oh, Herr Mai angeschlagen, da wir jetzt ja endlich die technischen Probleme beendet haben. Ich werde mich auf ja, vier Serien beim 21er, also vier Safe Games konzentrieren. Das hier, die World League. Dann beim 21er Touch mit dem, da wo ich eine Karriere starte. Fünf Serien sind sogar, muss ich mich korrigieren, fünf sind es. Wo ich eine Karriere ja gestartet habe, vereinslos losgelegt habe, mittlerweile in der Türkei gelandet bin, die ist aber noch nicht online, die muss ich irgendwann noch schneiden und rendern. Dann wird es die Augsburg-Serie geben, die gibt es ja schon, mit bisher aktuell vier Teile sind es, mit dem 21er. Und dann werde ich noch eine Serie starten, ein Safe Game mit dem auch Football Manager 21, allerdings mit einem Liga-File, einem Deutschland-File, wo wir irgendwo in der Kreisliga, Kreisklasse starten. Und zusätzlich wird es dann noch ein File geben, wo wir das gleiche in England machen. Das bilde ich mir ein. Allerdings der Fokus liegt jetzt erst einmal natürlich auf dieser Serie jetzt hier und auch auf der Augsburg-Serie. Wobei die Augsburg-Serie, die habe ich das letzte Mal, ich schaue jetzt mal nach, am 26.12. veröffentlicht. Also da muss ich jetzt dann irgendwas bringen wieder. Und ich will ihm aber einen neuen Vertrag geben, Stoppelkamp. Den biete ich ihm jetzt mal selber an. Was will er? Superstar bis ja, 2020. Das passt schon mal. Wie lange will er? 3 Jahre. 3,8 zu 4,2. Das ist natürlich. Ja, er nimmt es an. Gleich beim ersten Mal. Vertrag abschließen, beenden. Also das Hammer. Kamavuka. Was hat der Wilson bisher gezeigt? Kongolesischer Nationalspieler. 17 Einsätze, ein Tor, 2 Assists, 86 sein Schnitt. Ist jetzt auch kein schlechter. Versuchen wir auch einen neuen Vertrag zu geben. Was will der? Vertragslänge. 2 Jahre Gehalt. Ja, wir haben keine Kohle mehr. Wir haben kein Geld mehr. Mal schauen, was der Vorstand sagt. Derzeitiges Gehaltsbudget ausreicht. Okay. Das war jetzt eher nichts. €110, 4.000 will er. Beratergebühr, Pissbratze. Okay, da sind wir uns jetzt nicht einig geworden. Dominik Schmidt, ja, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Transferbudget 0, Gehaltsbudget sind wir jetzt schon 3.000 drüber. Nein, das hilft nichts. Diese Herausforderungen immer. Oh, jetzt hat sich Brettschneider verletzt, unser Youngster. Zwei Einwechslungen bisher. Und auch hier Pekutsk. Wo war ich? Ja, genau, bei den Safe Games. Also auch England, ein Liga-File ganz unten starten und Deutschland auch irgendwie ganz unten starten. Oder vielleicht einem Safe-File irgendwie zufälliges Team zu beginnen. Vielleicht, dass wir dann doch ein bisschen weiter oben stehen. Allerdings würde ich da schon gern die einzelnen Ligen durchzocken. Das wären jetzt, wie gesagt, fünf Safe Games. Natürlich kriege ich keine fünf Aufzeichnungen pro Tag hin, beim besten Willen nicht. Ja, ich werde versuchen, so viel wie möglich aufzuzeichnen und werde auch versuchen, natürlich ein bisschen in meinem Voraus aufzunehmen. Das heißt, dass wir so ein paar
Tage immer sicher drin sind und dass halt jeden Tag so zwei, drei Teile kommen, das wäre schon toll. Und das werden wir machen, bis der Football Manager 2022 kommt. Und dann werden wir uns was Neues überlegen. Ob ich jetzt die alten Safe Games irgendwie noch weiter zocke. Also Lust hätte ich schon. Allerdings irgendwie, wenn man das, muss ich das mir überlegen, wie wir das genau machen. Denn das kostet natürlich auch Zeit. Wenn ich natürlich einen Haufen Abos bekomme und Influencer werde, dann sieht das anders aus. Also Krempiki ist wieder fit. Ich bin wenigstens jetzt, was dieses Safe Game jetzt angeht, aber jetzt schon morgen, also heute ging ja ein Teil hoch. Morgen ist schon aufgezeichnet, also morgen dann ist der 7.1. Im Moment haben wir noch den 6.1. Und das jetzt, was jetzt kommt, wird dann eben am 8.1. veröffentlicht. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt dann auch noch was für den 9.1. aufzeichne. Ich hatte es ja in dem vorherigen Teil gesagt, ich habe den neuen PC jetzt endlich aufgebaut, installiert. Es rattert auch nichts mehr unten. Wenn man das Kabel richtig platziert, dann passt das auch. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr mit dem ganzen Mist mit Einstellungen und OBS und irgendwas machen, denn das läuft jetzt. Also wir haben keinen ausgelassenen Stream, haben 30 FPS, vielleicht könnte man sogar noch höher gehen, ich weiß nicht, bringt das was? Ich habe jetzt auch die Spiele jetzt langsam wieder installiert, also ich muss hier von Steam installieren und das läuft auch, die Originaldaten rein, ist alles ein bisschen aufwendig, aber das kriegen wir schon hin. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Monate, wo wir jetzt hier intensiv zocken. Und es ist bald, ich glaube, das 650. Video, also nicht auf dem Football Manager World Kanal, sondern auf dem anderen, müssten wir dann bei 650 bald sein. Natürlich qualitativ haben wir da schon ein paar ziemliche Hunde drin, sage ich mal so. Falsche Hunde. Denn das, was ich da früher aufgezeichnet habe, war von der Qualität her schon bescheiden. Gehe jetzt mal kurz aufs andere Konto und schau mal nach, wie viele Videos wir da haben. So, jetzt also. Estrada ist ausgeruht. Faulhaber spielt gut. Elias Faulhaber. Ja, wenn wir von finanziell nicht. Wenn wir uns da nicht ein bisschen erholen, den einen oder anderen abgeben, dann denke ich fast, werden wir die nächste Saison mit einigen Youngstern spielen müssen. Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch irgendwelche anderen Spiele zocken. Das ist ja klar. Also das heißt, irgendwelche. Mich würde. Aber ich bin halt nicht der Ego-Shooter. Ja, erstmal Half-Life fertig spielen. So, Ajaccio. Spiele bisher. Das erste Spiel haben wir relativ glatt 3-0 verloren. Wir sind auch der Außenseiter. Zusammenfassung, Pressekonferenz war vollkommen in Ordnung. Verhältnis freundlich, gleichgültig, der andere hat kein Verhältnis zu mir. Okay. Zehnte gegen den zweiten. Bei Ajaccio ja lange Zeit erster war. Die sind erst danach ein bisschen eingebrochen. Also eingebrochen ist relativ mit 41 Punkten. Weiß jetzt gar nicht genau, wie hier der direkte. Ja, mal ist hier der direkte, also doch, die steigen direkt auf. Also der erste, zweite, dritte, vierte Aufstieg in Division 7. Also die gehen direkt hoch, okay. Weil ich mir nicht sicher war, weil wir hier ja den ersten ein bisschen anders farbig markiert haben. Also die ersten vier glatt drauf, die letzten vier glatt runter. Ein paar andere Videos gesehen von einigen anderen Leuten, die Football Manager aufzeichnen. Zweierkette, Bolip, Bob, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Die haben ja ein Multiplayer-Programm
Projekt, das ist natürlich auch geil. Noch nie Multiplayer gespielt. Ich gebe es zu. Es wäre mal ganz reizvoll. Allerdings glaube ich, müssen da ja alle parallel online sein. Also man kann es nicht so machen, dass man irgendwas eingibt, abspeichert und irgendein Spielleiter das Ganze dann simuliert bei Zeiten. Das würde es natürlich leichter machen für die Leute, die nicht so viel Zeit haben. So, Stoppelkamp wird am 30. Juni 2023 aufhören. Das ist gut. Der bleibt also so lange bei uns. Und da öffnet das Transferfenster. Ja, wir werden auf jeden Fall irgendwelche Spiele abgeben müssen. Sehen, wo wir finanziell stehen. Wer oben der Topverdiener ist. Die Mannschaftsaufstellung müssen wir natürlich auch noch machen. Okay, also. Torhüter-Weinkauf, die letzten Spiele 6,72, der bleibt drin. Die Viererkette werden wir auch so lassen. Sicker 6,92 ist unser bester Spieler. Brettschneider nehmen wir hier unten mal raus. Wer ist denn wieder genesen? Die sind alle noch nicht fit. Ja, doch, so viele Möglichkeiten haben wir auch nicht. Also Özden, Kimberlis, stimmt, das lassen wir so. Im Moment wieder drei Spieler. Gelb gefährdet, Stoppelkamp, Dominik Schmidt und Dominik Volkmar. Wobei Volkmar, der hat ja schon vier Gelbe. Ach, der hat schon mehr. Eine gelbe Karte von Sperre entfernt. Okay. Also hier nochmal die Aufstellung. Hinten unverändert. Pepić, Kamavuka im Defensiven, Kawainer, Engin, Stoppelkamp und Vermaij. Wir werden jetzt mal Tiki-Taka das Ganze mal kontrolliert probieren. Das ist jetzt zwar eine Veränderung von der ursprünglichen Taktik. Trotzdem probieren wir es jetzt mal so. Bin ja immer ein Freund von gekauften Taktiken, beziehungsweise runtergeladenen Taktiken. So, wir schulden dem Gegner noch was vom letzten Spiel. Ich habe übrigens den Ton jetzt wieder angemacht, da ich heute extra darauf geachtet habe, wie es in den anderen, bei den anderen YouTubern aussieht. Also die aufzeichnen und die haben alle den Ton laufen. Ich habe es jetzt auf niedrigste Lautstärke eingestellt. Oh, drei Siege in Folge. So. Ich erwarte mir jetzt offen gesagt nach den letzten Auftritten gegen dieses Team hier nicht viel. Fehlt in unserem Team einfach an Abgebrühtheit gegen so einen Gegner. Der geht ins Niemandsland. Und das hier kein Stoppkampf. Oh, schön, Sicker. Tiki-Taka-Spiel. Engin, aber er trifft nicht. Wäre es gewesen, sein 12. Saisontreffer wäre das gewesen. Reed schießt das 1:0 gegen Orlando. Spannend. Was
nicht. Ich wollte mir gerade die Tabelle her tun. Also recht ausgeglichen. 0,31 zu 0,31. Wir machen jetzt nicht. Kann ich hier die Tabelle her tun? Tabelle, aber es hat schon mal nicht funktioniert irgendwie. Nein, das mit der Tabelle klappt irgendwie nicht komisch. Das hat aber auch schon vorher nicht geklappt. Mysteriös, mysteriös. Karweiner. Sig Sauer! Nein! Er hält ihn. Gibt es nicht. Was für ein Angriff. Doppelkampf. Sicker. Oh, Pepic verliert den Ball. Also sie stehen recht defensiv jetzt im Moment. Ajaccio. Ah, jetzt. Sicker, jetzt vielleicht der Pass. An der Linie, jetzt läuft er nicht an der Linie entlang. Aber ruhiger Aufbau. Karweiner spielt auch immer nach hinten. Ja! Doppelkamp! Fünftes Tor! Nochmal Pepic auf Sicker. Der auf Stoppelkamp. Der sieht Karweiner laufen und dann grätscht ihm Seinert hier den Ball weg. Genau Stoppelkamp vor die Beine und der macht sein fünftes Saisontor. Nochmal Duisburg. Sicker. Kamaruka. Der sichert jetzt ein bisschen ab nach hinten. Jetzt trotzdem Sicker. Werden wir jetzt hinten lassen. Und Sig Sauer. Werden wir jetzt auch hinten lassen. Doppelkamp? Ja! Das ist 2-0, ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Das ist Wahnsinn. Nochmal die Situation, Doppelkamp mit Pepic und dann läuft er durch die Lücke. Von seiner Vertragsverlängerung inspiriert, macht das 2-0. Jetzt muss ich hier was rausnehmen. Mit der Tabelle ärgert mich. Na, wo sind unsere Außenverteidiger? Die sollen doch hinten bleiben, habe ich extra gesagt. Aber nee. Schmidt, Stoppelkamp. Sicker, jetzt marschiert er trotzdem wieder. Ja, das 3-0 hingehen. Jetzt ist es aber zu hoch. 12. Saisontor von Engin. Wir wechseln jetzt dann noch. Haben wir erst einmal gewechselt. Ich wechsle jetzt ein Hadimi. Auch. Und wen nehmen wir noch?
Yun-Hi-Wan für. Nein, was hat er jetzt gemacht? Quatsch. Also nochmal. Neuerlicher Versuch des Wechselns. Ademi für Vermeil. Und Ginduan für Kamavuka. So, und jetzt machen wir es hier wieder anders. So, die Spielstatistiken haben wir. Spielstatistiken ist die. Ja, die sind gut. Ne, die haben wir da drüben schon. Was gibt es denn hier noch? Unseren Gegner, genau, so machen wir das jetzt. Ah, das ist ja ein super Bild. Und wir noch ein bisschen wechseln. Also, das war's. 3-0 Sieg. Moritz Doppelkamp. Man of the Match. Das war ein schöner Sieg. So schön, so schön. Ich schau mal wieder kurz nach. Ach, kein ausgelassenes Frame. Ich kann es immer noch nicht glauben. Du muss ich immer wieder nachschauen. Ja, die Revanche gegen Ayacho ist geglückt. Die Pressekonferenz. Da bitte ich meinen Co-Trainer hin. Wir speichern wieder. Damit wir das drin haben. Ich schaue so lange wieder auf die Statistiken des Kanals. Paderborn Serie von 7 Spielen ohne Niederlage endet. Das ist natürlich schade. Aber uns interessiert der SV. Aldo Schibi, unser nächster Gegner. Das ist es wieder so, die Situation. Da spielt man gut. Gegen Austin verlieren wir 4-1, die sind Vorletzter. Gegen den Tabellenzweiten gewinnen wir 3-0. Aldo Schibi ist 14. Nein, 13. sind sie. Dann San Martins de San Juan. 14. Also eigentlich. Machbare Mannschaften, machbare Spiele. Wobei wir jetzt als erstes dann versuchen müssen, irgendwie das Gehaltsbudget zu drücken. Einige Spielerverträge laufen aus. Mitarbeiterverträge laufen aus. Das macht aber unser Sportdirektor. Ich muss mir jetzt mal die Mannschaft anschauen. Was mir alles einstehen kann. War mir alles ganz neu. So, jetzt müssen wir ganz kurz die Verträge uns anschauen. Verträge. Also wir müssten so 3.000 Euro einsparen. Top-Verdiener ist Montanes. Und dann kommt Vincent Vermeij. Kann ich den Montanes schon wieder abgeben? Setzen ihn aber auf die Transferliste. Das wäre natürlich super, wenn der weggehen würde. Dann hätte man das Gehaltsproblem gleich erledigt.
So, also. Die Vereinsfinanzen. Es wird nicht funktionieren. Ja, da ist er natürlich nicht begeistert. Warum holen wir ihn auch und warum geben wir ihn dann wieder ab? Ich verstehe es ja. Wobei ich wollte damals eigentlich nur Leute verpflichten, um in der auf den Außenbahnen etwas besser aufgestellt zu sein. Allerdings für diese wenigen Einsätze bringt er dann auch, wenn er spielt, zu wenig. Vielleicht kommen ja noch irgendwelche Anfragen rein für irgendwelche Spieler. Wollen wir welche als unverkäuflich deklarieren? Ich weiß nicht. Ich würde eigentlich keinen. Also in der Viererkette, von der Viererkette möchte ich eigentlich keinen abgeben, definitiv. Wenn, dann müssen wir irgendeinen Mittelfeldmann abgeben. Auch im defensiven Mittelfeld möchte ich eigentlich keinen abgeben, weil wir da eigentlich auch nur drei gelernte Spieler haben. Picky bleibt also bei uns. Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre, dass wir von der Jugend welche hochziehen. Aldo Sivi, 13. Ja. Was tut sich denn im Meistertrainerforum? Übrigens die erste Station, wenn man irgendwelche Fragen hat oder irgendwas braucht. Bebic, Schienbeinprellung 1 bis 2 Tage. Brändig, Oberschenkelprellung. Im Meistertrainerforum bin ich ja, glaube ich, schon seit 2000 angemeldet. Wahnsinn. 20 Jahre. Ein Forum. Das einzige Forum, wo ich immer treu geblieben bin. Zwar auch mit, ja, Phasen von weniger Aktivität und viel Aktivität. Aber ich war schon in dem Vorgängerforum. Ich glaube, das Schwarze war das noch. Oder war das Schwarze oder das Blaue? Ich weiß nicht mehr, von Chess damals. So, Finanzupdate. Ja, es geht weiter runter. Transferfenster ist geöffnet. Jetzt wird es spannend. Wer wird irgendwas erreichen? Wer wird sich verstärken? Ich sitze übrigens wieder hier im Halbdunkeln. Es kommt zwar meinem Tag. Nicht so zur, da kommt er nicht so zur Geltung, aber ich mag das irgendwie nicht, abends hier mit voller Beleuchtung zu sitzen. Ist es jetzt ein Ausleuchten mit dem Greenscreen besser, aber ich glaube, das geht so genauso. Eine hohe Stirn habe ich hier. So, wen lassen wir denn in der zweiten Mannschaft spielen?
Ja, so lassen wir es mal. Termin im Januar. Oh, ein Angebot für Krempiki. Der hat 2400 Gehalt. Also. Jetzt auch nicht so der Riesenbrüller. Zwei Spiele von Beginn an achtmal eingewechselt. Ja, das könnt ihr mir ja sogar vorstellen. Dreiunddreißig, 20, 28, wobei, ja. Nehmen wir mal alle an. Dann könnten wir vielleicht. Gimbal ist Division 9, Division 10, Division 10. In der Spielpraxis sammeln. Nehmen wir jetzt mal alle an. Jetzt den hat sich verbessert. Ja, wenn wir Gimbalis abgeben, Quatsch, wenn wir Krempiki abgeben, dann könnten wir fast das Gehaltsbudget lösen. Und wenn Gimbalis dann auch noch weg ist, muss ich schauen, ob der abnehmende oder der übernehmende Verein dann das Gehalt zahlt. Also, was haben wir denn für einen Top-Transfer bisher? Aber es sind keine aus unserer Division, es sind ja alle von der Division 8. Nashville, sehr aktiv, vier Spieler geholt. Beurteilung 2 minus, das sieht schon wieder besser aus. Ein guter Monat gewesen. Und Stoppelkamp und Engen sind jetzt beides Führungsspieler. Bisher war ja da nur immer Stoppelkamp drin. Wir holen jetzt natürlich im Gegenzug erstmal keinen Spieler, da wir sonst wieder das Gehaltsproblem haben. Was natürlich blöd ist oder war, sind unsere Erfolge in den Pokalspielen. Wir sind nämlich beide Male in dem ersten Spiel rausgeflogen. Also beim einen war es die zweite Runde, bei der anderen war es die erste Runde. Wobei es jeweils das erste Spiel war für uns. Da waren wir in der ersten Runde spielfrei. Das hätte halt ein bisschen Geld in die Kasse gespült. So, alle sind wieder fit. Was ändern wir jetzt? Mikkels setzen wir wieder auf die Bank. Glaube jetzt auch nicht, dass wir haben noch auf die Transferliste gesetzt, Montanes oder was der andere ist, ja wurscht. Wir war einer von unseren Neuzugängen. Ich kann mir grundsätzlich nichts merken. Wenn der auch noch weg wäre, dann hätten wir sogar noch etwas Transfer oder beziehungsweise hätten wir etwas Gehaltsbudget frei. Dann hätten wir sogar was frei, meine ich, ja. Krempiki. Zu Shingai will er gehen. Division 8, Division 6 und 7 haben ihm auch was angeboten. Schmidt unterschreibt einen neuen Vertrag. Pepic bleibt auch. Schmidts neuer Vertrag bedeutet dann aber auch,
Ist der wirklich so stark, der Krempiki? Machen wir da einen Fehler? Man weiß es nicht. Es ist übrigens hier extrem kalt heute in Bayern. Schneefall. Inverser Außenstürmer. Also wir haben jetzt einen Massig-Spieler gescoutet. Wären auch ein paar gute dabei. Jade Chapman, wobei der ist nicht gescoutet. Doch, ist eigentlich schon mal gescoutet. Empfehlung 80. Scouting erforderlich. Es ist jetzt keiner dabei. Kein Innenverteidiger. Aldo Sivi. Spiele bisher ein 2:1 für uns. Evaldinen. Stimmt Lobeshymne auf Stoppelkamp an. Pressekonferenz. Vollkommen in Ordnung. Also muss nur neutral bleiben, dann passt das eigentlich, ja. So, jetzt Krempiki. Drei Vereine will er: Jerusalem, Pisa und Saad. Okay. Cepanik. Wartet jetzt mit Wurscht. Der kann man ja auch gehen, spielt keine Rolle. Wimbledon. Montanes ist nicht so glücklich. Ah, er will weg. Okay. Ja, ist mir jetzt auch egal. Montornes beantragt Wechsel. Das würde uns geldmäßig, wie gesagt, was bringen. Die beiden Verpflichtungen waren ja nicht das Gelbe vom Ei. Und wir speichern wieder. Ah, was Feins, so ein Kaffee mitten in der Nacht. Ich habe mir überlegt, ob ich nächste Saison mal vielleicht die Transfers, also die Transfers zum MSV, die Einkäufe, ob ich die mal den Sportdirektor abwickeln lasse. Vielleicht hole er ja Kracherspieler.
jetzt wieder ein langer Teil mit den ganzen Transfers. 45 Minuten, naja, so 50 haben wir jetzt eigentlich immer gehabt mit zwei Spielen. Hier sehen wir also schon, ein ganzer Schwung hat die letzten Spiele recht ordentlich gemacht. Unser bester Mann ist jetzt Stoppelkamp, 7,00 vom Notenschnitt. Dann kommt Engin mit 6,94 und Sika mit 6,93. Pepic 6,89, Kawainer 6,88, Kamavuka 6,88, Volkmar 6,85, Jansen 6,85. War längere Zeit jetzt verletzt gewesen. So, es läuft, es geht los. Knapp 13.000 Karten sind verkauft. 6 von 7 Auswechselspielern ist jetzt auch egal. Hätten wir sogar, glaube ich, noch gehabt jetzt einmal. Richtig, Kawainer in Startelf, Kamavuka nicht bereit. Ich sollte mich auf einen Plan festlegen. Ordentliche Taktik. So, das sieht schon besser aus. Drei grüne Vierecke bei den letzten fünf Spielen. Unser Gegner hat aber auch drei grüne. Los geht's. Die spielen eigentlich ähnlich. Nee, die haben eine Dreierkette hinten. Davor nochmal drei Spieler. Die Kamera ist doch auch blöd. Nehmen wir die andere Kamera einstellen, machen jetzt dann. Oh, wer mal? Ah, nein. Da hätte dieser Diorio auch gleich durchgehen können. Andrada! 18. Minute und wir laufen wieder mal im Rückstand hinterher. Wo war der Fehler im System? Da schleicht er sich durch, aber das. Ja, passt ein bisschen nach hinten, oder? Nein, Abseits war es nicht. Oder? Nee. Schmidt mit gelber Karte. Damit hat er dann wohl die Sperre. Jetzt wahrscheinlich die Halbzeit. Das war jetzt eher bescheiden. Rückt mal für Özten. Pepic Estrada. Ich verlasse mich da immer auf die Ansagen meines Co-Trainers. Da ist es! Karweiner! Zweites Tor und das war Estrada, den ich auf die Transferliste gesetzt habe. Karweiners zweites Tor. Was haben wir jetzt hier für Kameramöglichkeiten? Kamera TV. Datenanalyst, Regisseur. Was ist ein Regisseur? Wie sieht denn das aus? Regisseur klingt gut, oder? MSV Duisburg ist zurück im Spiel. Nächster Wechsel. Ja, da tut sie nichts mehr. 1:1.
Aber solide Leistung eigentlich jetzt dann. Eine ordentliche Leistung, okay. So, also ordentliche Leistung. Kamarukas 10. Gelbe. Ja, aber ein bisschen internationale Härte gehört dazu. Also wir sind 10. 10 Punkte vor den Abstiegsplätzen und 7 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Also relativ im Niemandsland. Trotzdem müssen wir da auch durch. Ja, das war da jetzt der 11. Teil war es, oder? Genau, und ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Servus und bye bye.